Und ja, viele liebe Grüße aus Kalems Lädchen. Ich habe heute gleich mehrere Themen für dieses Video, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was bei uns so los ist. Und könnt ihr euch noch an den Pullover erinnern, wo ich einer Kundin geholfen habe, dass die Ärmel da so richtig reinpassen? Also, dass die, ich habe ja einen Teil der Ärmel nochmal neu gestrickt, damit die dann in die Armausschnitte, die die Kundin schon fertig hatte, passten. Und ja, die Kundin hat mir dann gleich noch den Auftrag gegeben, boah, die Arme sehen ja schon, die Ärmel sehen so toll aus. Sie hat auch gesagt, der Pullover sieht aus wie gekauft. Finde ich total cool, dass sie da so zufrieden ist. Und sie hat mich dann auch noch gebeten, den Halsausschnitt fertig zu machen. Und der Halsausschnitt ist fertig. Und es sollte genauso sein, dass sich das so rollt. Sie hat das nämlich so gemacht, dass an den Ärmeln rollt sich das auch unten so auf und das Bündchen vom Pullover rollt sich so auf. Und deswegen ist das natürlich jetzt ein super cooler Abschluss, dass der Halsausschnitt natürlich oder der Kragen hier genauso ist. Und ich bin so happy, dass dieser Pullover endlich fertig ist, weil ich denke, es wird auch noch ein bisschen kälter. Und dann kann ja auch genau, ja, der Pullover der Bestimmung zugeführt werden, nämlich, dass man ihn anzieht und einfach bei kalten Tagen dann nicht friert. Und ja, ich hatte ja gefragt, wie nennt man denn das, was wir hier so machen, was Daniel und ich machen, dass wir anderen Menschen halt helfen, ihre Strick- oder Häkelprojekte zu beenden oder überhaupt erstmal anzufangen und oder ja, wie das bei dem Teil war, dass man halt Teile gefrustet in die Ecke geschmissen hat und dass wir dann einfach helfen oder das sogar selbst dann beenden und fertig machen. Und es ist so, sind so viele coole Ideen gekommen. Ich lese euch mal ein paar vor. Also ihr seid echt so kreativ, total cool. Also es gab Strickteilretter. Das fand ich cool. Passt natürlich auf den Pullover richtig gut. Wollretter, Wollheinzelmännchen. Da müssen wir uns, glaube ich, hier noch so eine kleine Mütze oder so aufsetzen, dass wir dann hier uns Wollheinzelmännchen nennen können. Das fand ich auch schön. Wollwirrwarr-Doktor oder Wollwirrwarr-Instandsetzung. Das hört sich irgendwie an wie so eine Autowerkstatt. Fand ich aber auch cool. Stricksalatretter. Lösungswerkstatt für Wollprobleme. Also ich glaube, das könnte man auch draußen am Laden gleich so dran schreiben. Wir sind Lösungswerkstatt für Wollprobleme. Fand ich richtig gut. Wolldoktor, genau, das war ja auch das, was ich irgendwie im Kopf hatte, weil mir auch nur der Begriff Puppendoktor eingefallen ist. Aber dann gab es UFO-Doktor. UFO steht halt für unvollendetes Objekt, also genau sowas, was dieser Pullover war, der halt schon ziemlich lange in der Ecke gelegen hat und halt nicht fertig wurde. Dann Wollwichtel, finde ich auch cool, passt auch irgendwie jetzt so in die Zeit. Hilfe bei wolligen Problemen, da könnte man auch so eine Kontaktanzeige so machen oder so eine Werbeanzeige. Das finde ich auch richtig gut. Wollservice wurde dann noch genannt. UFO-Helfer und UFO-Retter, also unvollendetes Objekt. Und dann gibt es noch Strickheinzel, also nicht Strickheinzelmännchen, sondern Strickheinzel. Und Wollwoman, das fand ich richtig cool. Das hört sich irgendwie so an wie Superwoman oder so. Und dann braucht man noch so ein Cape und so. Also wir haben jetzt schon die Ideen. Wir gucken mal, was wir daraus machen. Aber wir werden auf jeden Fall mit euren Ideen irgendwas tun. Und es wird noch irgendwas Lustiges von uns dazu geben. Daniel, der hat auch schon gesagt, er kann seine Stickmaschine auch nochmal anschmeißen. Also lasst euch da überraschen, was da noch kommt. Das war das erste Thema. Und dann wollte ich euch fragen, habt ihr schon mal was von Hop und Shop gehört oder Hop and Shop? Da machen wir nämlich auch mit, hier ja, mit dem Lädchen. Das bedeutet, wenn ihr mit dem öffentlichen Nahverkehr fahrt und eine aktuell gültige Fahrkarte von Mobil habt hier, ach, das ist hier, Mobil habt, dann könnt ihr noch bis zum 24.12. bei uns hier im Lädchen 10% auf Wolle bekommen. Ihr müsst uns dann nur an der Kasse sagen, hier ist meine aktuelle Fahrkarte und dann lösen wir euch den Rabatt ein. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, wir machen mit. Ihr könnt genau zu uns auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln richtig gut kommen. Das war so lustig. Eine gute Freundin hat mir dann sofort geschrieben, als ich das erste Mal das gepostet habe, dass wir mitmachen. Die wohnt wirklich am A der Welt und sie fährt immer mit dem Auto hier zu uns. Und dann meinte sie so, Sabrina, das ist ja cool, in 2,5 Stunden bin ich bei dir. Also sie hätte nicht gedacht, dass sie vom A der Welt bis hier zu uns nach Leopoldshöhe Asemissen kommt. Aber wir sind richtig, wirklich gut angebunden. Das heißt also, ihr könnt auch richtig gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns kommen, wenn ihr vielleicht ein bisschen weiter weg wohnt. Und ja, auch wenn ihr vielleicht auf dem Dorf oder sonst irgendwo wohnt am A der Welt, dann schafft ihr es auch. Also guckt einfach mal rein. Ich kann auch gerne noch diese Seite verlinken. Da kann man nämlich sich gleich auch dann die Fahrplanübersicht aufrufen, wie man denn dann zu uns kommt. Also das mache ich auch noch mal sehr, sehr gerne. Also wir machen mit bei Hop and Shop und da könnt ihr euch 10% Rabatt auf das gesamte Wollsortiment sichern.
Jetzt möchte ich euch mal was zeigen, ob ihr wisst, was das ist. Ich habe nämlich viel zu Hause rumgekramt und habe halt überlegt, wo sind sie denn? wisst ihr, was das ist? Das sind Stickrahmen und das sind meine alten Stickrahmen, wo ich als Kind ja gestickt habe. Und meine Oma hat mir ja so ja eigentlich die ganzen Basics zum Thema Handarbeiten beigebracht, sei es jetzt Häkeln, sei es Stricken, aber wir haben auch super viel gestickt. Und ich weiß, dass das Thema Sticken natürlich auch schon super aktuell ist wieder. Und wir hatten in den letzten Tagen und Wochen auch einige Anfragen zum Thema Stickgarn. Also hier kommen Kunden rein und fragen, oh, habt ihr Stickgarn? Und dann müssen wir immer sagen, nein, haben wir nicht. Und jetzt ist die große Frage an euch, wie sieht denn das so aus mit Sticken? Habt ihr da Bock drauf? Macht ihr das aktuell? Würdet ihr Stickgarn bei uns überhaupt kaufen? Und das ist nämlich jetzt die große Frage, ob wir das halt, also das Sortiment halt erweitern und man kann halt entweder nur ganz oder gar nicht einsteigen. Deswegen würde ich ganz gerne mal eure Meinung einfach dazu hören, ja, was ihr zum Thema Sticken haltet. Und ich, wie gesagt, kenne das nur, dass man mit Stickrahmen stickt. Mein Kollege meinte, ach nö, ich stick auch ohne. Also bin ich mal gespannt. Das heißt, wenn ihr sagt, jo, ihr wollt gerne Stickern bei uns kaufen, braucht ihr dann auch diese ganzen Hilfsmittel? Oder sagt ihr, nö, das haben wir alles, wir haben die ganzen Stickrahmen zu Hause, so wie du, Sabrina, du hast ja auch gleich eine ganze Sammlung zu Hause. Wir wollen eigentlich nur das Stickgarn haben. Also das würde mich einfach super interessieren. Und ja, dann kann es halt dann sein, wenn ihr jetzt sagt, jo, haben wir irgendwie Bock drauf, dass wir dann, ja, unser Sortiment anpassen. Aber da wollen wir jetzt erstmal, wir sind super gespannt auf eure Antworten, ob euch das überhaupt interessiert oder vielleicht sagt ihr, nö, Wolle reicht euch auf jeden Fall aus. Ja. Es ist ja jetzt morgen schon der zweite Advent und Weihnachten rückt immer näher und auch morgen ist ja auch Nikolaus. Wenn ihr jetzt noch Last-Minute-Geschenke für Nikolaus braucht, dann schaut super gerne hier bei uns vorbei. Wir haben heute bis 1 geöffnet, aber ich war die letzten Samstage auch bis 14 Uhr, teilweise bis 14:30 Uhr hier. Das heißt also, auch wenn ihr ein bisschen später seid, ihr könnt gerne ja sonst auch noch ein bisschen noch anrufen, dass ich sicher seid, dass ich noch hier bin. Ich werde heute definitiv auch wieder ein bisschen länger da sein. Und ja, wir verpacken auch euch die Weihnachtsgeschenke oder die Nikolausgeschenke. Also bei uns kriegt ihr hier so den Rundum-Service. Also es gibt nicht nur Wolle, sondern ihr findet auch richtig schöne Geschenke und Präsente, sowohl zum Essen, zum Trinken, als aber auch so dekomäßig, aber auch süße Kleinigkeiten von anderen Kunsthandwerkern. Also stöbert einfach bei uns durch, wenn ihr noch schöne Geschenke oder Geschenkideen sucht. Ihr werdet bei uns auf jeden Fall fündig. Ich wünsche euch heute erstmal einen schönen Samstag und morgen dann natürlich einen schönen, zauberhaften zweiten Advent. Macht's gut, ihr Lieben. Ich werde jetzt erstmal schnell das Lädchen aufmachen und alles vorbereiten für die lieben Kunden. Bis dann. Tschüss.